Servus Leute, zurück zu Duel of Champions. Maiprias hat mich herausgefordert, der in Wirklichkeit gar nicht da ist. Er hat Prias. Oh Gott, was habe ich? Ja, genau, ich erinnere mich, was für ein Deck ich habe. Oh nee. Das ist doch ein Witz. Ich habe jetzt einfach mal ein anderes Deck genommen. Und ihr seht, das war ein Fehler. Eindeutig. Tja. So kann es natürlich auch gehen. Ich lasse keine Kreatur zu. So ist es. Dann... Ja. Teleportation. Da kam sie. Angekündigt. Mehr gibt's nicht. Nur die Teleportation. Oh ja. Dann haben wir mal die Big Player raus. Mr. Prius. The Big Dragon Power. Halt ne, Lindwürmer sind das. Mein Gegner spielt viel mit Rundumschlag und Rundumschlag kann auch sein Held. Da macht es keinen Sinn, sie nebeneinander zu positionieren. Besser ist es hintereinander. So much possibilities. Was ist das? Okay. Nein. Gibt Schlimmeres. Hämisches Lachen hört man von mir. Hämisches Lachen. Und warum? Ich weiß es noch nicht. Ja, deswegen. Das tut weh. Wuff, wuff, wuff. Einfach mal 12 Schaden passiert. Das tut wirklich weh. So, dann... Dir, du hierhin. Das hat jetzt sehr gut gepasst. Ja. Da kam der Feuerstrahl. Okay. Gefährlich mir nichts, einen Weg zu spielen. Ja, sehr gefährlich. Das war schnell. Aber das war auch echt sehr glückliches Händchen, was ich da hatte. Wie schaut's aus, Kenny? Noch eins. Gegen ein anderes Deck. Ich deute das als ein Ja.
kämpfen wir mal Feuer mit Feuer. Das war jetzt echt sehr glücklich, meine Hand. Auch wenn es anfangs schlecht aussah. Das Schöne ist an deinem Angriff, also für die Zuschauer, Kenny ist stumm und kann nicht reden, weil er im TS gemutet ist, aber er ist da. Das Schlimme an deinem oder das Praktische an deinem Angriff war, ich spiele den normalerweise, um seine Fähigkeit zu aktivieren. Also ich spiele ihn schon, dass er sich selbst tötet. Das ist meine Intention mit ihm. Und wenn du einen Feuerstrahl für ihn verwendest, dann hat er sozusagen seinen Zweck auch erfüllt. So denke ich mir das zumindest. Weiter. Genau, das ist schon um einiges ärgerlicher für mich zu handeln. Um einiges. Sehr hässlich. Garstiges Stadttor. Das ist gefährlich. Zu wissen, was du kannst, ist das gefährlich. War ein dumm gespielt, aber naja. Was soll's? Ich habe damit einen Gedanken. Flucht, ich habe versagt. Ich habe zwar einen Gedanken gehabt, gerade beim Ausspielen, aber es war der falsche. Ein was habe ich da nicht bedacht. Genau das. Das ist mir erst wieder eingefallen, als ich ihn ausgespielt hatte. Lästig, lästig, lästig. Bis hin. Die Hexe dort hinten, die geht mir auf den Geist.
Die macht gerade meine Pläne ein bisschen durcheinander. Ich weiß gerade nicht, was ich am besten gegen sie ausrichte. Das war klug. Manche denken, ich kann nicht angreifen mit dem, weil der Furcht hat. Aber denen ist nicht klar, dass sie dahinter die angreifen können. Schon einmal, ein, zweimal passiert, dass der Gegner das dann seine Chance nicht genutzt hat. Was kann ich denn spielen? Ich kann. What to do, würde es wieder heißen, wenn ich. Okay. Mich in Bedrängnis. Aber ich kann mich wehren. Vielleicht. Okay. Dann halt so. Karte ziehen und weiter geht's. Das ist schon. Ja, ich weiß nicht genau, was auf mich lauert bei dem Prias. Das letzte Duell war ja um einiges glücklicher verlaufen, ziemlich schnell. Aber jetzt. Oh, da kam der Bösewicht. Der Verwüster, höchstpersönlich. Der Verwüster, höchstpersönlich. Und da geht er wieder. Der Verwüster, höchstpersönlich. Schwupp. Angriff und. Nein. Jetzt mit dem Gedankenspiel: jeder darf eine Karte ziehen. Niemals. Ah. Das war böse. Mist. Mist.
Du hast mir vorher verraten, was für Karten du theoretisch auf welche du setzt, aber an die habe ich mich nicht mehr erinnert. Die habe ich nicht bedacht. Verflucht! Okay, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.